Entschuldigung. Nur ganz kurz mal abgelenkt. Wo sind wir denn rausgekommen? Okay, das ist ein ganzes Stück. Oh, es stört mich gerade mit dem Testgelände 10. Okay, in den Ball kann ich mal nicht reinspringen. Hm, wow. Kühe sind feindlich? Nein, Kühe sind Freunde. So, da oben ist die Steuerung. Für das Gebiet. Wer weiß, was sein könnte, wie man ins Testgelände 10 kommt. Vielleicht über die Kabel vom, vom Habitat-Ding hier. Das wäre nämlich mal eine Möglichkeit, die anders wäre als in den anderen Dingern. Da ich den runterlassen muss und dann muss ich auf den drauf und muss gucken, wo die Kabel hinführen. Und dann kommt man vielleicht in das Testgelände 10 rein. Da habe ich jetzt gerade aber erst dran gedacht. Wow, das ist ein Riesenhaufen Mist. Das will ich noch gerne. Der Scan sagt was anderes? Nein, er sagt dir nur, dass das Lebewesen sind. Es ist nicht gleich feindlich, es ist einfach nur, Charles, hey. Wie konnte dieser irre Petrov zivile Roboter dazu programmieren, dass sie Menschen töten? Wie gesagt, ist Viktor Petrov ein talentierter Ingenieur und Programmierer. Warum nutzt er seine Talente dann nicht, um Menschen zu helfen? Weil er ein Arsch ist. Das Inventar war einfach so oft voll und hat er sich so aufgeregt, dass er gesagt hat, jetzt bringe ich die Menschheit um, verdammte Hacke. Hältst du das bitte mal für mich?
ist der Chef. Ach, bleib davor stehen. Also Ausgleich bringen. Gegner einfügen, die nicht durch Türen können. So, machen wir erstmal Feierabend für euch hier. Rap abgeschaltet. Vorne war dieses komische Partygelände, da waren ganz schön viele Gegner. Ich hätte mich ja mit dem Killerhund unterhalten können. Ah, nee. Unwahrscheinlich. Schöner Tag. Tote Milchfrau. Wundervoll. Was ist denn daran so schön? Bist du denn blind, junger Mann? Die Sonne scheint, die Vögel singen und es weht ein laues Lüftchen. Nicht mal die Mücken stechen. Das muss das Paradies sein. Aber dir ist schon klar, dass du tot bist. Was? Tot? Bist du etwa ein Engel oder ein Apostel? Dein Gesicht sieht mir nicht sehr engelhaft aus. Hast du etwa so früh am Morgen schon in die Flasche geschaut? Komm, leg dich neben mich und schau dir den Himmel an. Er ist wirklich schön. Nein, ich muss weiter. Im Paradies gibt's nämlich Ärger. Überschüssige Sachen gehen immer ins Lager. Das ist korrekt. Das ist nämlich da links dieses Zeichen für diese Box. Also nicht für die Box, sondern für den Automaten. Der leider nicht mehr Sex mit uns haben will. Ich fand das eigentlich immer sehr gut, dass der uns verführen wollte. Endlich mal jemand, der weiß, was er will. Mm-hmm.
Das war am Anfang mit dem Automaten. Jetzt hat ja keiner gesagt, dass das im Moment immer noch so wäre. Das war im Anfangslabor. Sobald du rauskommst, hackt, glaube ich, die Oma das und dann fällt das halt raus. Weil ab da macht der Automat keine Faxen mehr mit dir. So, ich versuche es einmal mit dem anderen Testgelände, meinen Plan über den, wie heißt er, über den Habicht mit einem Seil zu schauen, wo man da vielleicht, ob man da irgendwo hinkommt. War ich nicht in dem Ding hier drin? Ja, hier war das Schwein, mit dem ich reden konnte. Gehen. Tut mir leid, kleines Schweinchen. Ich muss los. Ansonsten würde ich ganz kurz mal nachgucken, wie man... Also ich denke mal schon, wird online irgendwo stehen, wie man auf das Testgelände kommt, weil sonst wüsste ich jetzt auch keinen Weg. Wir waren in jedes Haus in der Umgebung drin. Ist der unten? Eigentlich sollte das doch hier in dem Gebiet wieder repariert sein. Ah ne, die bauen immer noch auf. Beziehungsweise sie haben auch gehört, das aufzubauen. Ungünstig. Nimm mich mit. So, ist übrigens super billig, aber gerade richtig doof. Weil es jetzt gerade hier ein Bug ist mit den Kameras. Oder ich weiß auch nicht. Ich war nämlich eigentlich schon richtig, aber komischerweise konnte ich das nicht sehen. Man kann über eine Kamera den Fahrstuhl hier aktivieren. Und ich war auch schon richtig, weil ich war ja hier in der Kamerasteuerung. So. Willkommen im Testchamber, weil ich vorhin nicht gefunden habe. Düt, düt, düt.
Das nächste Testgelände, die nächste neue Waffe. In der Tat. Und ich dachte, dass sich Anlage 3826 zivilen Wissenschaften widmet. Dingen wie der Erforschung des Weltraums oder höheren Ernteerträgen. Das ist alles recht komplex. Sieh es so. Die Anlage stoppt das Setchenovs Reich. Es besteht zu gleichen Teilen aus mobilen Telefonen, ertragreichen Apfelbäumen und tödlichen Waffen. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist dein Boss nicht der Messias, für den du ihn hältst. Jetzt halt mal die Luft an. Du redest zu viel. Richtig, er ist doch ein ganz toller Typ. Warum kommt mir das so bekannt vor? Wir hatten doch schon mal genau so eine Zugangstür. Ja, ist nur dieselbe Art des Zugangs. Schränke waren nicht gelootet, also warst du noch nicht hier. Möglich. Da ist die Kugel. Musik aus der Zukunft. Das ist das Maskottchen von Android. Android. Sah für mich richtig aus. Neue Waffe. In der Tat. Und ich dachte, dass sich Anlage 3826 zivilen Wissenschaften widmet. Dingen wie der Erforschung des Weltraums oder höheren Ernteerträgen. Das ist alles recht komplex. Sieh es so. Die Anlage ist Dr. Setchenovs Reich. Es besteht zu gleichen Teilen aus mobilen Telefonen, ertragreichen Apfelbäumen und tödlichen Waffen. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist dein Boss nicht der Messias, für den du ihn hältst. Jetzt halt mal die Luft an. Du redest zu viel.
Wir haben gelernt, dass es keine Musik aus der Zukunft geben kann. Ja, doch. Aber wir nehmen direkt Einfluss auf die Musik in der Zukunft. Deshalb bestimmen wir die Musik der Zukunft über die Musik der Gegenwart. Automatisch. Machen wir es mal richtig rum. Wäre geil, wenn jetzt einfach auf den Boden gefallen wäre, ne? Ja, wenn du sie gerade hörst, wird das die Musik der Gegenwart, wodurch du aufgrund deines Geschmacks die Musik der Zukunft wieder veränderst. Sind noch alle Zeitlinien dann im Fluss. Also es gibt die Möglichkeit, dass die Musik immer noch entsteht, obwohl die Zeit vergangen ist. Beziehungsweise obwohl wir diese Musik gerade in der Gegenwart hören. Alles geben, wenn man nur daran glaubt. Immer diese Zukunfts-Vergangenheitsmusik-Diskussion. Für die sichere Verschiffung von Robotern in verbündete Länder hat Anlage 3826 den hochstabilen, robusten und wasserdichten Seefrachtcontainer Sukhoi entwickelt. Der Container aus hochwertigem Wellblech ist mit der nicht magnetischen und wasserfesten Polymerlegierung PTL-5 Typ M behandelt. Das verringert die Gefahr einer Sabotage der Frachter durch magnetische Unterwasserminen.
Ein Hoch auf Schrot! Hat er noch so dämliche Ideen, irgendwas mit mir unternehmen zu wollen. Also, das leuchtet nur hier. Ich dachte, da wäre wirklich was. Also, eine Kerze oder sowas. Ach, bist du doof. Der Imperator hat wie immer recht. Warum das Musik der Zukunftsding hat man doch im Stream. Und ich weiß nicht, wann Blood Bowl 3 rauskommt, weil ich mit Blood Bowl jetzt nicht so viele Berührungspunkte habe. Ich besitze zwar komischerweise die Teile davor. Aber ich hatte nie Zeit, mich da mal reinzuarbeiten. Das wird wahrscheinlich diesmal auch so sein. Speichere Daten. Blood Bowl ist hier irrelevant. Korrekt. Du schießt besser aus der Hüfte. Zugang gewährt. Nein, keine Comics, Cartoons. Guten Abend, mega ungenau. Für meine Pistole ein Zielfernrohr. Wie ich das richtig gesehen habe. Autorisierung. Majornet. Was soll bei mir gehen? Ich spiel.
Ob der jetzt unbedingt besser was macht oder schlechter, sei mal dahingestellt. Weil ich glaube, der zieht die Waffe auch schneller dann zum Zielen. Ich sehe schon, läuft ein Kabel weg. Du. Zurück. Ist eh egal, kannst einfach so hochfahren. Minenraketen für den Fatboy. Für den Dominator die Spule. Also zurzeit ist der Dominator ja so gebaut, dass er wie eine Schrotflinte funktioniert. Was macht das andere? Die Feuerrate erhöht sich mit jedem Schuss. Die von der Waffe generierten Projektile können das Ziel umkreisen, wenn es nicht getroffen wurde, und den Gegner so noch nachträglich treffen. Abweichen von der perfekten Schusslinie sind erlaubt. Und fertig schon mit der Testchamber. Das ging ja schnell. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, merke ich gerade. Das ist eigentlich mein Zwischensequenz-Workout. Training. Ach, guck mal, das Haus hier waren wir ja mal drin. Da habe ich gesagt, das ist bestimmt der Ausgang. Und es ist auch so.
Pock. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich hätte hier nicht reinfahren sollen. Lass das. Hier wird nichts aufgebaut. Ob das dahin gehört, so wie es da liegt? Wo kommt ihr eigentlich gerade alle her? So viele Gegner, als wenn ich das, den Alarm ausgelöst habe, aber Alarmlevel steht 0. Nein! Jetzt, der glüht gerade. Open World ist das nur bedingt übrigens. Also du hast am Anfang einen sehr linearen Bereich und dann wird er, sag ich mal, so ein bisschen Open World mäßiger. Funktioniert jetzt nicht. Aber du hast einen Anfangsteil, der ja, der linear ist und dann wird das halt ein Open World Bereich später. Aber es ist ein echt gutes Spiel, ey. Also mir macht das wirklich viel Spaß. Weil wir ja auch einfach nur so ausgedorrt in dem Spielebereich. So, gibt's hier nur die Kiste oder kann ich noch irgendwas anderes machen? Naja, um erstmal reinzukommen, ist halt schon ein ziemlicher Wechsel des Spiels mit der Zeit. Ah.
Aber ist okay, man braucht ja nicht unbedingt eine komplette Open World. Finde ich. Oh. Mit 8000 Fleißaufgaben. Ach, derjenige, der Hogwarts Legacy erstmal letztens. Na, noch nicht ganz so 100% fertig hat, aber 97% haben wir fertig. Ah, das ist das Theater. Die Story ist, dass die Sowjetunion 1955 zu einem der größten Automatenproduzenten der Welt gehört, weil die haben auch den Weltkrieg, sag ich mal, beendet, nachdem die Nazis Biowaffen eingesetzt haben und haben die sowas wie ein Forschungszentrum gebildet, wo sich die besten Forscher der Welt versammelt haben, um die braune Pest aufzuhalten. Aber die haben dadurch auch neue Maschinen und die Polymere, das Polymer entdeckt, wodurch die Welt eine ganze Ecke weitergekommen ist, beziehungsweise die UdSSR. Problem ist einfach, in dieser Anlage, wo früher, sag ich mal, viel geforscht wurde, sind jetzt alle Roboter verrückt geworden durch einen terroristischen Akt und wir laufen so ein bisschen rum. Hogwarts war super. Also ich habe Hogwarts Legacy auch super gern gespielt von Anfang bis Ende. Weil es auch die optimale Spielzeit hat, finde ich. Wenn 40 bis 50 Stunden ist die optimale Spielzeit für ein Spiel. Also vor allem Open-World-Spiel und nicht so wie bei Assassin's Creed, dass du da irgendwie 100 Stunden drin rumhängst. Danke Alpha, freut mich, dass es dir gefällt. Du, gehst mal bitte weg. Wir arbeiten eigentlich für den, der hinter vielen Sachen von hier steht. Das kann man auch dazu sagen. Aber der hat auch irgendwie Dreck am Stecken und der wird wahrscheinlich der standardmäßige Endgegner sein. Weil eigentlich soll Kollektiv 2.0 an den Start gehen, nach Kollektiv 1.0, was vor 10 Jahren, glaube ich, irgendwie entwickelt wurde. Wo alle sich verbinden können drin. Aber wahrscheinlich will man darüber nur das voll kontrollieren. Und da kommt man so nach und nach hinter. Also finde ich jedenfalls. Oh, du hast auch 94 Stunden verpackt, 99% Safe Game bei Hogwarts Legacy. Solltest du mal nutzlose Ratschläge bekommen, einfach Bescheid sagen. Was ist ein nutzloser Ratschlag? Unterwäsche trägt man nicht auf dem Kopf. In der Badewanne sollte man nicht kochen. Wahrscheinlich hat er alles eingesammelt und hat trotzdem 99%. Und das ist halt verbuggt. Dem Game gebe ich eine 80. Aber danke für dein Prime-Sub, Galactus. Mit WASD bewegst du dich. Das ist übrigens gar nicht so doof. Ihr wisst ja, dass meine Freundin überhaupt nicht Computer spielt. Und wenn man sie davor sitzt und sie mal was spielen will, dann musst du schon sagen, mit WASD bewegst du dich, weil sie das nicht kennt. Deshalb will sie auch eigentlich am liebsten immer mit Controller spielen, wenn...
nicht drauf geachtet, wo der ist. Aber ich laufe erst zum Testgelände 11 runter. Ich bin noch gar nicht müde. Genau wie Proof sagt, aber 94 Stunden, du hast wahrscheinlich alles eingesammelt. Du brauchst ja nicht alles fürs Heft. Du bist ja schon bei vielen Sachen vorher fertig, bevor du überhaupt alles eingesammelt hast. Habe ich eigentlich viel verpasst seit dem Ende des 8. Parts auf YouTube. Also wenn du alle Parts bis jetzt gesehen hast, solltest du circa 2,5 Stunden zurück sein. Also alle Parts, die auf YouTube sind, da haben wir heute um, ich glaube, 9 Uhr angefangen weiterzuspielen. Weil ich lade ja auf YouTube alles immer am Folgetag hoch, beziehungsweise veröffentliche das am Folgetag. Ich nicht mehr Sachen lange zurückhalte. Also es kann sein, dass ich in Zukunft irgendwelche Let's Plays habe, die wieder ein bisschen gestaffelt werden, aber zurzeit haue ich immer alles sofort raus. Dann könnt ihr selbst entscheiden, wann ihr welches Projekt gerne guckt von Anfang bis Ende. Er hat doch schon gesagt, dass er eine Seite bei Hogwarts irgendwie nicht beschwören kann. Naja. Netflix hat auch viele Serien, die länger als 30 Minuten gehen. Das ist so ein typisches Fernsehformat, 30-Minuten-Serien. Ist ja nicht, dass ich die über den Schweinestall erreiche, weil da komme ich ja gerade nicht ran. Ja, das stört mich zurzeit. Ich würde gerne Picard direkt komplett gucken zum Beispiel. Oder so Orville kriege ich auch im Moment nur eine Folge die Woche. Wobei hat man wenigstens auf was man sich freuen kann für die kommende Woche. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Orbit Staffel 3 gibt es ja auf Englisch. Aber auf Deutsch, auf Disney Plus kommt jetzt erst jede Woche, ich glaube Mittwochnachts oder... Mittwochs oder Dienstagnachts kommt immer eine Folge dazu auf Deutsch. Soweit ich weiß, musste man die vorher kaufen auf Deutsch, wenn man sie gucken wollte. Ja, bei The Orville ist es ja so, dass jede Folge eigentlich ein Ende hat jetzt. Die beziehen sich meistens geil, also das ist eigentlich recht geil, die beziehen sich häufig auf etwas, was in den ersten beiden Staffeln passiert ist irgendwann mal. Und bauen darauf nochmal eine Folge auf von knapp über einer Stunde. Und da haben sie wirklich gut gelöst. Und The Expanse ist eine der besten Sci-Fi. Serien. Wobei ich fand, zum Ende war ich ganz froh, dass es zu Ende ist. Also sie hat ein bisschen geschwächelt zum Schluss.
Wenigstens durften sie ein Ende machen. Also, sie haben das Ende extra offen gelassen, weil theoretisch könnte es noch weitergehen. Testchamber hat auch einen ganz normalen Zugang. Die über eine Kamera gesteuert werden natürlich. Und die habe ich wahrscheinlich ausgeschaltet. Obwohl, nee, kann nicht sein. Nein, ich will überhaupt nicht spoilern. Versucht jetzt nicht The Expanse zu spoilern. Also ich habe überhaupt nichts gesagt. Apple-Serien habe ich leider keine einzige gesehen, weil ich einfach nicht so viele Abos abschließen will. Ich habe noch ein paar Serien jetzt im früheren Sky-Abo, die ich gucken muss. Was ich eigentlich nur wegen meiner Freundin geholt hatte, weil die eine Serie da drin gucken wollte. Und jetzt habe ich da gesehen, da gibt es halt ein paar Serien, die mich interessieren. Und ganz viele Serien, die meine Freunde interessieren, und da dauert das eh alles ein bisschen länger. Bis wir da kommen, das zu gucken. Weil ich kann bei seichten Serien das ja nebenbei laufen lassen, während ich Videos einstelle oder Korrespondenz mache mit Entwicklern und so weiter und so fort. Scheiße, alle Kameras sind aus. Weil ich da den Relay, das Relais überladen habe. Picard war ja von Anfang an auf 3 Staffeln ausgelegt. Nur so zur Info mal. Und das kannst ja den Patrick Stewart, da kannst du doch nicht mehr 10 Staffeln in der Serie planen. Der Herr ist 89. Oder? Obwohl ich nicht mal sicher bin, ob der 89 ist jetzt, aber ich glaube, der ist Patrick Stewart. Ja, man sieht es in den Action-Szenen teilweise. Also den scheust du halt wirklich nur noch über den Campus. Ich glaube, da liegt eine Leiche. Ein totes Huhn, mit dem ich reden kann. Oh, 762. 700er. 610er. Und 2. Okay, ein sprechendes Huhn. Na super. Ich stelle eine starke Verbindung zwischen diesem Kadaver und Kollektiv fest.
Die Fehlfunktion hat offenbar dazu geführt, dass das System ihn für einen Roboter hielt und anfing, ihn mit Informationen zu füttern. 700er, 16er und 2. Tut jedes Mal weh. Das ist echt ein schräger Scheiß. Hey, Huhn, was zählst du da eigentlich? Ungeborene. Habe gesehen, wie sie gegessen wurden. Meine Babys. Arme Kleine. Die Eier. Ich wollte sie ausbrüten. Aber sie sind fort. Herrje. Charles, wenn ich das überlebe, werde ich zum... Du weißt schon, wie nennen es die jungen Leute? Vegetarier. Aber weißt du, wer noch Vegetarier war? Hitler. Ah. Naja, aber Darwin, Einstein und Newton auch. Also, was soll's? Wenn ich nur fliegen könnte, dann würde ich machen, dass ich hier wegkomme. Okay, das reicht. Oh, scheiße. Hätte ich das Ding nicht zerstört. Wir müssen kurz ein bisschen Zeit totschlagen. Aber ich sehe schon, wir kommen später hier nochmal vorbei. Wir müssen also nachher über die Brücke. Wie kurze Pause, hol dir einen Kaffee. Singen tue ich euch heute nicht an. Moment, sie aktivieren sich wieder. Zeitdruckschlagen ist jetzt zu Ende. Bis dann, Alpha. Also Lower Decks ist eine sehr schöne Star Trek Animationsserie. Sondern ich kann die zwei einfach reingehen. Och, scheiße, ey. Und ich freue mich schon auf den Rückweg. Zeit. Wo ist dein scheiß Knopf? Es gibt einen Trailer für Baldur's Gate 3 mit Erscheinungsdatum, das ist aber noch nicht, also ist nicht neu. Oh, es hat nur ein Schloss, aber mit Schlüssel brauche ich. Hm.
Der Early Access wurde letztes Jahr gespielt von mir, wenn ich mich recht entsinne. Und da gibt es auch immer noch nicht mehr. Also, bis auf so ein paar Nebenquests weitere im ersten Gebiet. Dann gehen wir erst zum Theater jetzt runter. Schraubenkopf. Kampf lohnt sich manchmal einfach auch nicht. Dann behaltet die Kiste halt für euch. Echt, 2020 sind die so lange schon im Early Access. Ich dachte, die wollten damals ein Jahr arbeiten dran. Krass. Meine Frage wäre einfach, wofür? Warum gibt es kleine rollende Kabelkästen, die einen Flammenwerfer haben? Speichere Daten. Das ist der Ausgang der Testchamber. Zusammenzucken. Es war mir eine Ehre, mit dir zu dienen, Major P3. Bedauerlicherweise wirst du in Kürze sterben. Das wollen wir mal sehen. Ich glaube nicht, dass hier ein Bossgegner kommt. Was soll es sein, Major? Hallo. Raketenwerfer. Zugang gewährt. Ja, das ist ein Raketenmodul mit einer Sprengfalle. Oh, so wenig Biopolymer. So wenig biologische Gegner habe im Spiel.
Zugang gewährt. Akamuni hat auch Bio. Oh, sogar viel. Ach, schöne Scheiße. Im Försterdorf hätte mich so ein überdimensionierter Klops fast geröstet. Du bist jetzt voll bewaffnet, Genosse Major. Solange der Belja steht Eingang bewacht, kommen wir nicht ins Theater. Wir haben doch schon mehrere von dem getötet. Dem werde ich heimzahlen, und zwar mit Zinsen. Ja, gut. Hältst du das bitte mal für mich? Wer ist der Chef? Gefällt dir das? Zu Papa! Gar nicht so effizient, wie ich dachte. Alter! Ich bin nicht sicher, ob das mit Raketenwerfer sich gelohnt hat, aber es hat halt einfach, ich glaube, den Bossfight verkürzt für uns. Schön entspannt hier. Waren wir auch schon ewig nicht mehr. Dann
ist sie, mein Roboter. Na und? Es war noch nie jemand nett zu mir, aber sie ist es. Wie sie mich ansieht, als würde in ihren Augen ein purer Energiestrahl liegen. Und sie versteht mich, besser als die ganzen Weiber hier. Ich bin fest entschlossen, ich mache ihr morgen einen Antrag. Scheiße, was machst du denn da bitte, Vasili? Arbeiten wir hier oder nicht? Scheiße, ich komme. Nächstes Jahr sollen die ersten Flugtaxis an den Start gehen. In welchem Land? So, Robo-Theaterpersonal. Leute, es sieht folgendermaßen aus. Ich habe einen Welpen verloren. Meine Schwester hat ihn erst kürzlich bekommen. Er ist ein braver Junge. Meine Schwester ist gestorben, also habe ich ihn genommen. Er hatte ein Spielzeug, eine Kinderpuppe von meiner Schwester. Das hatte er immer dabei. Hat ihn irgendwer gesehen? Ich hatte nicht abgeschlossen und er ist rausgelaufen. Wer auch immer ihn findet, kriegt eine Belohnung von mir. Aber sagt es nicht der Leitung, ja? Da waren wir noch im Museum und der Hausmeister vom Museum hat doch irgendeine Puppe gefunden. Und da lasse es ab sofort hinter den Kulissen zu rauchen. Ich weiß, dass das Rauchen im Theater erlaubt ist, aber erstens gilt das nur für wichtige Persönlichkeiten und zweitens kann ich den Mist, den du dir jeden Tag reinziehst, nicht ausstehen. Der ganze hintere Bereich und sogar der Boden stinken wie ein Bahnhof. Wenn ich das noch einmal an dir rieche, kannst du was erleben und erkläre mir bitte dieses verdächtige Bellen. Ich dulde keine Tiere in meinem Theater. Lieber Genosse Pupkin, mir ist bewusst, dass du dich mehrmals recht lautstark über den neuen künstlerischen Leiter ausgelassen hast. Vielleicht sind wir beide der gleichen Meinung. Ich möchte dich zu einem Treffen einer kleinen Gruppe einladen, in der wir über die unangenehmen Veränderungen in unserem geliebten Theater sprechen. Wir treffen uns übermorgen Abend. In Deutschland dann 2030 auf 100 Meter Höhe, 50 km/h begrenzt. Auch wenn sie überhaupt nicht abheben können bei 50 km/h. Das ist genauso wie mit dem autonomen Bus, den sie getestet haben in der Stadt, Charles, und der hat jemand angefahren. Standort orten? Leider nein. Und der ist schon Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ich kann ihn aufspüren, sobald er wieder anfängt. Alles klar, dann wird er's nicht mehr machen. Das miese Arschloch hat sich in irgendeine dunkle Ecke verkrochen und hofft, die Roboter erwischen mich, ehe ich ihn finde. Ich sollte dich warnen, dass Petrov dieses Theater ziemlich gut kennt. Er hat allen Grund zur Hoffnung. Hoffnung ist gefährlich. Sie wird ihn einlullen. Erzähl mir mehr über das Theater. Das Maja-Plisetskaya Theater wurde 1948 in der Anlage gegründet. Es setzte als erstes Theater der Welt Roboter in seinen Aufführungen ein. Und da es das berühmteste Theater der Sowjetunion ist, sind Karten schwer zu bekommen. Also nur was für die Reichen und Mächtigen. Kann man wohl sagen. Vor der kompletten Robotisierung des Theaters ließen Parteimitglieder manchmal die besten Ballerinas der Sowjetunion hierher versetzen. Aber als Roboter die Künstler ersetzten, wurde das Theater so erfolgreich, dass eine Wohnung in Kremlnähe leichter zu bekommen war als eine Karte für eine Vorstellung hier. Hast du keine nützlicheren und weniger widerwärtigen Informationen? Als Teil der Anlage ist das Theater eine wissenschaftliche Einrichtung. Es verbindet Kunst mit Kommerz, wie bei der Studie des Verhaltens von Robotern und den menschlichen Reaktionen. Kampfrelevante Informationen habe ich nicht. Wieso kennt Petrov dieses Theater so gut? Dies war einer seiner Tätigkeitsbereiche, bevor er als Verräter bezeichnet wurde. Dann ist er also nur ein nostalgischer Puppenspieler? Aber er konfigurierte und testete die Theaterroboter und programmierte und studierte das Zusammenspiel verschiedener Aspekte. Kollektiv wurde praktisch auf der Bühne dieses Theaters geboren. Wie kam es, dass der Dreckskerl hier gearbeitet hat? Genosse Stockhausen hat ihn empfohlen. Ach ja, kein Wunder. Sind beide Arschlöcher. Verzeihung, aber ich verstehe nicht, wieso du Genosse Stockhausen mit einem Verräter gleichsetzt. Warte mal. Wie hat Petrov es geschafft, Setschenow einzuwickeln? Hat Stockhausen, dieser Schleimer, ihn dem Boss auch empfohlen? Viktor Petrov hat die Robotersteuerungsladeprotokolle optimiert. Die Datenladegeschwindigkeit wurde verdreifacht. Da empfahl ihm Genosse Stockhausen Dr. Setschenow. Hätte er nicht tun sollen. Ja, gute Logik zum Ende des Dialogs. Sehen wir uns das mal an.
Ja, hätte er nicht machen sollen. Tu bitte nur eines für mich. Finde diesen verrückten Hurensohn und töte ihn. Abgemacht. Er hat so viele Unschuldige getötet. Bitte, ich flehe dich an. Er hat das alles getan. Er hat die ganzen Roboter umprogrammiert. Und was er den Leuten angetan hat. Wozu er sie gebracht hat. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. Speichere Daten. Lastoschkin. Dein Stichwort, Genosse Major. Bist du hier, um mir den Rest zu geben, Hund? Dann komm runter. Ich gehöre ganz dir. Um mit mir zu reden. Sollen wir plaudern? Sollen wir plaudern? Du bist wie ein Hund. Dein Herr hetzt dich auf und du gehst jedem an die Kehle. Aber hab bitte nicht zu viel Spaß. Was ist das? Der Boden steht unter Strom. Das ist ein mieses Arschloch. Ich erwisch dich trotzdem. Moment, Genosse Major. Ich versuche die Ladung zu... Und wenn ich kriechen muss, die Drecksau hol ich mir. Ich habe die Ladung reduziert. Alles in Ordnung. Hab schon Schlimmeres erlebt. Viel Schlimmeres. Der entkommt mir nicht. Dreckiges Biest. Bauplan bereits verfügbar. Ihr solltet nicht versuchen, da durchzukriechen. Hab so ein Gefühl. Mit mir kann man. Schatz, wann tötest du endlich diesen Drecksack Petrov? Wie lange willst du ihn denn noch jagen? Ach, reib's nicht noch ein. Ich hab von dem Irren die Schnauze gestrichen voll. Er hat seine Roboter Menschen töten lassen. Jetzt findet man kaum noch Leute zum Aufknüpfen. Wechsel das Thema oder halt die Klappe. Liebst du mich, Schatz? Sag es mir. Du könntest öfter in mir sein. Ja klar, noch öfter. Es gibt nicht genug Polymer auf der Welt, um dich zu befriedigen. Ich bin eine Frau fürs Feine, Schatz. Und ich bin nicht billig zu haben. Ich könnte noch so viel mehr für dich tun. Aber wenn ich wirklich alles geben soll, kostet es dich was. Ja, habe ich gemerkt. Fühlst du dich gut bei mir, schöner Mann? Ja, im siebten Himmel. Und jetzt mach schon. Oh, was für ein animalischer Mann. Ich bin Feuer und Flamme. Wann hört dieser ganze Scheiß endlich auf? Ich hab's sehr vermisst. Und deshalb ist sie zurückgekommen. Glaube ich. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich wollte was gucken bei der Pam. Weil ich glaube, wir werden hier mehr gegen Organische kämpfen. Draußen ist sie auch wieder normal. Aber ich stecke hier ein bisschen Polymer rein. Polymer. Willkommen im Maya Plisetskaya Roboter Theater.
Heimat des ersten Roboter-Ensembles der Welt. Na hallo. Kauft schon mal Karten für unsere spektakuläre Vorstellung Herz des Roboters, ein friedliches Atom. Du kannst mich als Gesprächspartnerin verwenden. So friedlich kommt mir das gar nicht vor. Emotionen satt. Das Stück bietet feinen Humor, epische Schlachten, fantastische Spezialeffekte und einen Hauch herzzerreißendes Drama. Davon bekomme ich im echten Leben schon genug. Danke auch. Karten an der Theaterkasse. Lasst euch die beste Vorführung des Jahres 1955 nicht entgehen. Als Gesprächspartnerin verwenden. Du kriegst ja nicht mal mit, was ich sage, du blödes Gerät. Willst du, dass die Maschine dich versteht, Major? Rauschen. Obwohl, weißt du was? Ich bin wirklich verdammt. Ah, das ist ein Schwachpunkt. Noch beschäftigt, gleich. Heute nicht, du Witzbold. Willkommen im Maya-Plus-Setzbad. Gut, ich bin dann mal weg, falls du mich brauchst. Du kannst mich als Gesprächspartnerin verwenden. Ja, Gesprächspartnerin. Genau das läuft auch hier ab, glaube ich. Verstehen? Finden wir es heraus. Man sich gut unterhalten. Du kannst mich. So, dich hatte ich vorhin gesehen. Ob wir uns verstehen?
Ja, das bisschen Feuer. Über die gute Kondensmilch. So ein bisschen Maschine. Du bist eine Maschine. Ich hoffe, es ist so wie immer, dass du nicht gefährlich bist. Tut mir leid, dass ich dir Sachen zum Aufräumen hinlege. Danke, Dunking Uwe, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Herzlich willkommen in unserem roboterisierten Theater. Es ist das weltweit erste seiner Art und basiert auf euren Entwürfen. Natürlich habe ich kleine Anpassungen vorgenommen. Genosse Sechenov, Genosse Sacharow, bitte folgt mir. Was für ein wunderbarer Abend, Dimitri. Was für eine unglaubliche Darbietung. Lasst uns auf Vosrod anstoßen. Die Wissenschaft stand noch nie so nah vor dem Triumph. Das war's für eine Kiste. In einem Raum, den man nicht betreten kann, aber wo einer drin ist mit einer riesigen Tuba. Wir haben nicht die Erlaubnis, diesen Raum zu betreten. Leute wie Petrov in einer blühenden Gesellschaft wie unserer überhaupt her. Oh nein. Thank you.
Noch nicht. Die meisten ausgeschaltet haben. Ich reiß dir das Herz raus. Der hat sich verbunden, leider. Auf einfach spielt, mag das sein, dass der im Nahkampf total einfach zu töten ist. Da ich die ganze Zeit auch Nahkampf mache, siehst du genau, wie viel Schaden ich mit der voll ausgebauten Waffe mache. Ah, jetzt habe ich verstanden, was ein nutzloser Tipp ist. Richtig, und ich spiele auch schwer. Und ich habe den schon mehrfach getötet. Der kommt ja in den Test-Chambers schon vor, wo wir vorher schon drin waren. Kann sein, dass du mit einer anderen Nahkampfwaffe mehr Schaden machst pro Hit, aber... So ist das halt schon ein Akt gegen den immer. Ich weiß nicht, ob der schwach gegen Feuer war. Kommt zurzeit nicht dazu, lang genug den anzuvisieren. Bisschen mehr Schaden durch Feuer.
Dann wirkt der Schlag noch ein bisschen nach. Den habe ich übersehen. Nicht vergessen, du meinst für meinen richtigen Körper in der realen Welt. Ist total Wolfenstein-mäßig. Aber jeder kann in diesem Spiel sehen, was er möchte. Bin ich der größte Fan von Vergleichen, da musst du immer durch so viele unterschiedliche Spiele gehen. Hast du Petrovs Spur schon gefunden, Genosse Major? Ich habe ihm eine Falle gestellt, da kommt er nicht mehr raus. Ist Dr. Filatova bei ihm? Nein, Petrov ist allein. Interessiert es dich nicht etwas zu sehr, was mit ihr geschieht, Stock? Du hast deinen Freund doch wohl nicht ihretwegen verraten. Das geht zu weit, Major P3. Ich verlange, dass du diese unerhörten Beleidigungen sein lässt. Und ich verlange, dass du die Schnauze hältst und mir nicht weiter auf die Nerven gehst. Ich hast du noch nicht genug? Ich höre Befehle von Dr. Sechenov aus. Dimitri Sergejewitsch will wissen, was du ihm Petrov ausliefern. Dein Schützling kann nirgendwo hin. Er hat den Verstand verloren. Er beobachtet mich über die Kameras, rezitiert Gedichte und brüllt in den Lautsprecher. Eine Stunde, dann habe ich ihn. Lebend. Versucht Dimitri Sergejewitsch diesmal nicht zu enttäuschen. Ach, leck mich. Nicht doch. Genosse Stockhausen trifft keine Schuld. Er will doch nur helfen. Ja, ja. Der will doch nur Petrov die Frau ausspannen. Nein, wenn ihr Ressourcen findest du nicht auf schwer. Also ich finde, ich habe auch keinen Munitionsmangel. Stockhausen hier. Viktor hat seinen Rufmord an Genosse Sechenov gestanden. Er schart bereits zahlreiche Anhänger um sich und plant, das Vertrauen der sowjetischen Gesellschaft in die bessere Zukunft durch Kollektiv zu zerstören. Ja, ich habe die Aufzeichnung. Morgen im Botanischen Garten. Schick den Strafvollzug. Bargeld ist gut, danke. 30, wie vereinbart. Und wenn du viel sammelst und so, merkst du ja eh nicht den Unterschied. Also beziehungsweise bist ja eh immer voll. Victor, ich muss zugeben, dass du Talent hast. Sollen sie doch über deine Eigenarten sagen, was sie wollen. Aber dein Können ist unbestreitbar. Deine Arbeit am neuronalen Netzwerk und mit den Robotern, darüber könnte man ganze Bücher schreiben. Mir waren deine Fähigkeiten vorher gar nicht aufgefallen. Was ist dein Geheimnis? Verschafft dir deine neue Matresse einen Motivationsschub? Aber das geht mich nichts an. Ich habe Neuigkeiten. Für dich steht eine nette Beförderung an. Wir feiern deine tolle neue Position, sobald du den Datenaustausch mit dem neuen Neuropolymeren von Pavlov konfiguriert hast. Du kannst einen Krug deines bayerischen Lieblingsbiers bei mir. Hast du bei mir gut.
Ich habe über das nachgedacht, was du mir gesagt hast, Viktor. Setschenow scheint wirklich nicht allzu viel mitzubekommen. Ich bin bereit, mich mit dir zu treffen und unsere Vorgehensweise zu besprechen. Morgen um 3 Uhr im Botanischen Garten. Sag es niemandem. Gemeinsam werden wir den Weg in eine strahlende Zukunft ebnen. Danke für deine netten Worte, Michael. Ich will ja nicht prahlen, aber dein Lob kommt ein wenig vorschnell. Ich habe eine Analyse durchgeführt und glaube, dass ich das neuronale Netzwerk konfigurieren, aber nicht verbessern kann. Allerdings hindert mich Setschenow systematisch daran, die Funktionalität zu verändern. Nun möchte ich die Initiative ergreifen und das Programm säubern. Wir müssen unter 4 Augen reden. Mails sind nicht nur für Nebeninfos, sondern teilweise findest du ein Terminal, von dem das auch abgeschickt wurde, die E-Mail von der anderen Person. Es sind ein paar nette Geschichten drin in den Terminals. Jetzt in den dritten Stock. Ich muss es tun, ich musste einfach. Setschenow wird uns alle töten. Er spielt mit uns, auch mit dir. Aber das kannst du ihm wohl nicht vorwerfen. Wahnsinn bei großen darf nicht ohne. Du bist erledigt, Toaster. Mit Y kannst du wählen, was du dir einwirfst. Du meinst unten die Zeichen von links nach rechts. Du kannst auch einfach bei Tab hier oben reingehen. Achso, du meinst wahrscheinlich Z übrigens. Ich glaube, da ist der richtige Weg. Das bedeutet, ich muss nochmal zurücklaufen, weil da ist bestimmt auch auf dem anderen Weg noch was. Ülülülü. Ich glaube nicht, dass es ein Raytracing-Update geben wird, aber mal sehen, ob sie vielleicht doch noch nachliefern. Ah, C geht auch zum Durchswitchen. Ist rechts und links wechseln. Plisetskaya Theater treten nur die besten Künstler auf. Nach der Hauptvorführung und dem Sektempfang erwartet alle Mitglieder der Kommunistischen Partei eine Sondervorführung. Kauft schon mal Karten für unsere Vorstellung hinter den Kulissen. Aber danke, Spellord und Slatan. Das Plisetskaya Roboter Theater. Unsere Künstler sind allzeit bereit. Durchdringt diesen Ort eine Atmosphäre der Erotik.
Mon Dieu. Ballerina vor der Vorstellung zu konfigurieren und zu warten, war immer eine ziemlich erotische Angelegenheit. Findest du nicht? Bin nicht sicher, wer es gesagt hat, aber okay. Unsere prima Ballerina ist noch nicht bereit. Wir müssen ihre Servos kalibrieren. Sie taumelt umher wie eine Stoffpuppe. Ruf den Techniker. Ehrlich, diese Roboter-Ballerina sind genauso schlimm wie die menschlichen. Ich kann so nicht arbeiten. Nichts gewonnen. Lieferung im Sommer genossen. Mir wurde angewiesen, bis in 6 Wochen eine unvergessliche Darbietung zur Feier des Starts des neuronalen Netzwerks zusammenzustellen. Das ist ein äußerst wichtiges Ereignis und wir müssen den Leuten den Atem rauben. Falls ihr Probleme mit den Robotern habt, ruft Viktor an. Er ist nicht Petrov, aber trotzdem sehr hilfreich. Die Testräume sind ganz cool, aber es wiederholt sich später dann doch wieder. Am Anfang habe ich so gedacht, okay, jeder Testraum will ich anders. Zugang gewährt. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt noch einen Testraum, den haben wir alle gemacht. Aber es ist alles gut, alles ordentlich. Bitte Vorgang auswählen. Ich habe alle Testräume zuerst gemacht, bevor ich mit der Story weitergemacht habe. Die Leute hier richtig schön geärgert. Nur den letzten Testraum habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich, da kommen wir, glaube ich, eh nachher noch vorbei. Aus Versehen das Relais überladen, konnte dann den nicht öffnen, da wo es hingehört hatte. Moment, da ganz oben geht's auch noch. Da komme ich doch nicht hin mit einem Sprung. Das muss ja irgendwie gehen. Geht doch. Meine Freundin meinte immer, ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Am Anfang waren die Leichen ein bisschen gesprächiger. Jetzt werde ich nie einen Karneval in Rio sehen. Ihr müsst nochmal tauschen.
Ich weiß nicht, ob die Spielstände vom Game Pass mit Steam kompatibel sind. Tut mir leid, keine Ahnung. Sagen bei solchen Sachen überprüfe ich recht selten noch mal alles Mögliche. Moment. Weil wüsste ich nicht, weil ich das auch noch machen müsste, könnte, würde. Aline, hast du das schon gehört? Bei der Aufführung heute Abend werden berühmte Persönlichkeiten anwesend sein. Angeblich soll sich auch Genosse Molotow blicken lassen. Den möchte ich richtig beeindrucken, vor allem, weil du und ich bald rausgeworfen und durch Maschinen ersetzt werden. Und dabei waren wir mal prima Ballerinas. Also habe ich Molotow ins Auge gefasst. Ich muss heute Abend auf die Feier hinter den Kulissen, alles für die Kunst. Alina, stimmt es, dass Lastoschkin spezielle Feiern für unsere Gäste veranstaltet? Ich bin ja nicht prüde und weiß, dass alle möglichen Sachen passieren, aber das wüsste ich natürlich schon gern. Angeblich hat man ihn wegen dieser Feiern hinter den Kulissen zum neuen Leiter ernannt. Ich bin furchtbar neugierig, sag mir Bescheid. Niemand darf uns im Weg stehen. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler, auch ich. Ich werde hier meine größte Rolle spielen, hier in diesem Theater. Und meine Roboter werden mich unterstützen. Das wird das beste Stück aller Zeiten. Es ist nicht meine Schuld, Stefan. Sechenov ist der Wahnsinnige, nicht ich. Es sind seine Roboter. Ich meine, er hat sie so gebaut. Ach, ich war so blind. So viel Blut. Überall Blut. Er würde alles tun, um es zu vertuschen. Und niemand schert sich darum. Nur ich leiste Widerstand. Das Blut an meinen Händen ist gerechtfertigt. Genosse Lyubin, ich bedauere aufrichtig, dass du meiner Idee noch immer nicht zugestimmt hast. Ich bedauere auch, dass das Theater von solch einem engstirnigen Deppen geführt wird. Mein Hinterbühnenbereich ist ein Lackmustest für die Tugend herausragender Sowjetbürger. Dachtest du wirklich, das wäre einfach nur ein ganz normales Bordell? Du sollst wissen, dass Genosse Stockhausen und ich schon wesentlich größere Pläne dafür haben. Und wenn du so töricht bist, mit deinen Beweisen zu ihm zu gehen, ist hier noch ein weiterer Beweis für dich. Anhang Foto eines Frauenkörpers. Genosse Lyubin, es ist meine Pflicht, dich davon Kenntnis zu setzen, dass du mit sofortiger Wirkung vom Posten der Theaterleitung entbunden wirst. Bereite bitte umgehend alle wichtigen Dokumente für den neuen Leiter S. Lastoschkin vor. Angesichts eurer Beziehung warne ich dich, dass jegliche Behinderung des Genossen Lastoschkin eine offizielle Ermittlung nach sich ziehen wird. Gute Nacht, Xala. Aber was ist mit Sechenov? Was ist mit seinem blöden Kampfhund? Das haben wir relativ früh gesagt, dass das ein Modell ist.
clever, was? So. Wo ist die Energiezelle? Du solltest das nicht tun, Netschaev. Ich wollte doch nur mit meiner Frau glücklich werden. Warst du denn mit deiner glücklich? Sehr tiefsinnig, du mieses Arschloch, aber das hilft dir auch nicht weiter. Woher soll ich wissen, ob ich glücklich war oder nicht? Selbst wenn ich es vielleicht gern wüsste. Bitte den Ball einer Ballerina, um das Tor zu öffnen. Also, sind alle da? Haben wir die Mädchen? Die Männer sind auch hier. Unsere Mädchen leiden. Sie sollen nach so etwas... Wie sollen sie nach so etwas auf die Bühne gehen? Sie sind am Boden zerstört. Haben wir denn die Kunst vergessen? Diese verschwitzten Parteivorsitzenden haben kein Interesse an Kunst. Diese fetten Mistkerle wollen einfach nur hinter der Bühne ihren Spaß haben und können ihre Pfoten nicht von unseren Mädchen lassen. Die armen Dinger leiden. Ihre Servos fallen aus, ihre Programme haben Fehler, diese armen Liebchen, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Es ist immer wieder das gleiche, aktualisiere endlich das Grundprogramm der Garderobenfrau, Genosse Sorkov. Was ist eigentlich mit dir los? Sie soll die Garderobe der Leute entgegennehmen, ihren Marken geben und Schleifen nähen, nicht die Gäste mit Tänzen im Foyer begrüßen. Die Leute werden rot und schauen weg. Das hier ist ein Sowjettheater, keine Bierhalle. Sie ist einfach nur ein Roboter, der Kleidung aufhängt, keine Darstellerin. Ich mache dich persönlich für ihr Verhalten verantwortlich. Und ja, ich weiß, dass der Elektriker Vasili in sie verliebt ist und sich ständig bei ihr auffällt. Sein Geschmack ist mir völlig egal, aber mit seinem Erscheinungsbild vergraut er uns die Gäste. Kümmere dich darum. Entschuldigung für die Verspätung. Meine Frau ist krank und ich musste die Kinder abholen und... Schon in Ordnung, Konstantin. Setz dich. Ja, danke. Tut mir leid. Also, Genossen, warum habe ich euch alle zu so später Stunde hier versammelt? Wie lange wollen wir das Joch des bourgeoisen Lasters heiligen Hallen der Kunst dulden? Wie lange wird der gierige Despot noch an unseren Nerven zieren und uns wie ein perverser Marionettenspieler kontrollieren? Wie lange werden seine schändlichen Finger... Entschuldigung, da habe ich mich etwas mitreißen lassen. Was ich sagen will, Lastoschkin ist ein Arschloch. Verzeihung. Aber wir können nicht einfach zusehen, wie unsere Mädchen und auch manche Jungen in bourgeoise Prostituierte verwandelt werden. Sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Jungen? Sehr gut. Und Mädchen auch, ja? Hervorragend. Verhaftet sie.